Paul and Pat, Paul and Pat, every Sunday morning. Doing podcasts for you, you'll get golf tips and news. Off the tour, the review, come and join us, have some fun. Hi everybody and welcome to a special edition of Paul and Pat's podcast. We're here at the Ryan Golf. I'm stood in the Ryan Golf Arena where I've been doing presentations all week. Presentations on putting in the morning and wedge in the afternoon. We're going to show you a little bit about my presentation afterwards. Sorry there wasn't a podcast last week. Pat's away in Turkey and I've got a very good reason, which I'll show you at the end of the podcast, why I couldn't be with you last week as well. But this week at Ryan Golf, we're going to go around the exhibition. I'm going to show you some wacky things that we've found and seen. And then we're going to have a look at my putting presentation this morning. So have some fun and we'll see you later. So first things first, we're at the, over here is the Ryder Cup stand, RC Deutschland. Obviously we've chosen a course that hasn't been built yet, which is a good idea, not. But what you should do is, because we do want the Ryder Cup in Germany, so go on rcdeutschland.de and do a thing called a Bekennerspruch. That means you say, I want the Ryder Cup in Germany, even if we haven't built the course yet, and do that, because that's a really important thing. On to less important things, we've got Flesensee here, and there's no one here yet to interview, which is a good thing, because we don't actually think they know anything about golf. So let's go over here and we're going to have a look at some other stuff. So we're over here on the stand with Wolfgang. Wolfgang's invented something awesome. Wolfgang, was hast du hier angeschafft? Also, ich habe mit den Pros immer gesprochen und die Pros, die haben mir immer gesagt, mein Kopf geht nach oben und nach unten. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich bin Maschinenbauingenieur und habe ich gedacht, jetzt muss ich was konstruieren. Okay, und so du hast das hier zum Kopfstill halten sozusagen. Genau. Ja. Okay, und wie sieht's aus? Also was muss man machen? Das heißt so. Okay, so he's putting his head on this thing. Man kann das mit dem Schläger machen. Einfach um die Bewegungen. Und mein Kopf ist ruhig. Das ist okay, so. So you put your head on the little thing here and you keep your head still and your left arm straight and you drive your legs and it'll stop your head moving around, which is awesome. So wie viel kostet das Ding, wenn man es kaufen will? Also im Moment ich verkaufe das für 150 Euro. Okay. Ja. 150 Euros, this fine thing. Ja. Und das ist inklusive Mehrwertsteuer und Transport. Okay, super. Und ist sauber verpackt, auch in einem Pack. It's called the Swimp, by the way. Swing Improvement. Ja, genau. Ja. Okay, super. So, zum Kopfstill halten und so weiter. Gibt es irgendwas für neue Produkte, die du hast? Oder ist das erstmal das? Linker Arm gerade kommt da oder genau. Sowas? Na, da habe ich nichts. Eigentlich momentan habe ich nur das. Eigentlich, und dann ist es einfach so, dass er... Okay, super. Dann vielen Dank für deine Zeit. War spannend. Ja, super, danke. Swimp, man kann es bestimmt hier finden, da. Google nach Swimp Vivo and you'll find it on his website. That was Wolfgang. So thanks very much. And we'll carry on and I'll tell you about this in a moment. Okay, so that was Wolfgang with his keeping the head still thing. Very interesting, Wolfgang. Keeping the head still is always a big number with the left arm straight and what have you. So I'm here on the St. Pauli stand. I've already got my St. Pauli watch with me glittering skull and crossbones here, which is pretty awesome. I like St. Pauli. And you can now even get a St. Pauli toaster. So you've got the skull and crossbones on your toast in the morning, which is really awesome. So we like these St. Pauli people, so make sure you get on that website and order some stuff from them. That's good. I'm going to go over here. I'm going to talk to Horst. Horst is the putting guru. So we're just going to say hello to him. Horst Mon. Putting guru, Horst Rosenkrantz. So come on, let's go and see what we can find over here. So these, I think this is interesting. These two guys are graffiti sprayers. Usually should be locked up, of course, but they're doing a graffiti, the biggest golf graffiti in the world. And I quite like that spirit of the game. Play the ball as it lies, play the course as you find it, all that sort of stuff. We like that. So good job, guys, even if you are criminals. So excellent. Okay, so we're back here at the Hansa Merkur Golf Arena morning and got some awesome people presenting today. Heinz-Peter Thule, he's actually not a bad player. And then there's a great guy here at 11:30, Paul Dyer, he knows exactly what he's talking about. Get a bit of that. Frank Adamovich, he's alright.
And then Sue Crowcroft, Kagami at 1:30. That's an eye opener, I can tell you. And then Frank's on again, and then I'm on again, which is great. And then Trick Show with Minnow. Minnow's a nice guy, but yeah. Anyway, so we'll finish with that, and you're going to have a look at the start of my putting presentation, and we'll see you a bit later. Wir haben diese guter Putters der letzten 100 Jahren dann angeguckt und festgestellt, dass sie 5 verschiedene Dinge machen. Nicht nur Technik, sondern 5 verschiedene Fähigkeiten, um gut zu putten. Und die hatten das alle, sei es Bobby Jones oder Ben Crenshaw oder Payne Stewart. Alle konnten diese 5 Fähigkeiten, die ich heute Ihnen präsentieren werde, super beherrschen. Und wenn Sie einen Putt-Lehrer haben, der nur Ihnen die Technik beibringt, dann machen Sie nur ein Fünftel von dem, was Sie alles machen müssen. So, was sind diese 5 Dinge? Wenn ich hier einen Putt habe, hier ist mein Loch und hier der Ball. Wenn jemand, ein Nicht-Golfer, hier sitzen würde und zuschauen, was ich jetzt mache, er würde sehen, dass ich 5 verschiedene Dinge mache. Als erstes lese ich meine Putt-Linie. Also ich gehe in der Hocke und schaue hier, wie das Grün aussieht. Hier gar nicht so schwierig in der Messehalle, es ist bestimmt gerade gebaut. Aber Grün lesen ist das Erste. Und Grün lesen ist irgendwas, wovon man nie lesen kann. Also es gibt keine Bücher, keine DVDs, ja gut, jetzt mittlerweile gibt es eine DVD natürlich, wo man über Grün lesen was hören kann, aber sonst gibt es nichts. Und wir werden Ihnen heute einen Tipp für Grün lesen präsentieren. Es gibt sogar eine Strategie, Chris und ich bringen Leute eine Strategie bei mit 4 verschiedenen Maßnahmen, wie man Grooms lesen kann. Also es ist nicht irgendwas, was Erfahrung ist und man muss es eben haben oder eben nicht. Oder es dauert dann 100 Jahre. Sondern es gibt Techniken und eine davon zeige ich Ihnen heute. Das zweite, was ich mache, nachdem ich meinen Groom gelesen habe und gesagt, okay, der Putt ist bestimmt gerade. Das zweite ist, dass ich mich und mein Putter ausrichten muss zum Loch. Und das ist eine Fähigkeit, die immer unterschätzt wird. Wir haben ein Putting-Studio in Timmendorfer Strand und an unserer Putt-Lab, da können wir Ihnen zeigen, dass bestimmt 80% von Ihnen sind nicht in der Lage, mit dem Putter innerhalb des Lochs auszurichten von 4 Meter. Man macht über 4 Meter Putts und die meisten von Ihnen zielen schon außerhalb des Lochs über 4 Meter. Ohne es zu wissen. Natürlich geht es um ein paar Grad hin und her, aber trotzdem, Ausrichtung ist wahnsinnig wichtig. Es nutzt natürlich nichts, eine gute Technik zu haben, wenn man sich nicht ausrichten kann. Daher gebe ich Ihnen auch noch einen Tipp für korrektes Zielen und Ausrichten gleich. Das Dritte, natürlich, wenn ich dann schon gelesen habe und ausgerichtet habe, ich muss eine vernünftige Technik machen, sodass der Ball natürlich überhaupt dann starten kann an der Linie, die ich dann eben gewählt habe. Und natürlich, es gibt sehr viel zu lernen über Putt-Technik und auch dafür geben wir Ihnen ein oder zwei Tipps gleich. Wenn ich der Ball dann tatsächlich an der Putt-Linie gestartet habe, dann muss ich ihn natürlich dosieren in der Länge. Das wäre unsere 4. Fähigkeit. Und Dosierung für Sie ist das absolut Wichtige. Also für Clubspieler, das Wichtigste ist, dass Sie in langen Putts dosieren können. Dazu kommen wir gleich, wenn ich über Dosieren spreche. Aber auch dafür kriegen Sie gleich einen Tipp. Und die letzte Fähigkeit ist ganz spannend, weil nirgendwo im Golfspielen außer Putten haben wir so viel Druck, so viel Selbstdruck oder Probleme, mentale Probleme als mit kurzen Putts. Stellen Sie vor, 18. Loch, alle Ihre Freunde sitzen auf der Terrasse und Sie haben eine von diesen bergab, links nach rechts, Meter-Putts und alle gucken das an und Sie wissen, dass die gucken und die wissen, dass die gucken und so weiter. Und wir spüren einen enormen Druck von einem Schlag, der nur so kurz ist. Aber zählt natürlich so viel wie der längste Drive. Und auch dafür kriegen Sie einen Tipp. So, Sie kriegen jetzt 5 Tipps für die 5 Fähigkeiten im Putten.